Liebe Genossinnen und Genossen. Die Direktion wünscht Xi Glückwünsche für seine Wiederwahl. Xi hat China auf einen zunehmend autoritären Kurs gebracht, der die staatliche Kontrolle der Wirtschaft im Namen des gemeinsamen Wohlstands, ein stärkeres Militär und die Übernahme des demokratisch regierten Taiwan in den Vordergrund stellt. Das erklärt, warum die Bandera-Fans in der Westukraine immer braune Hosen tragen. Nicht wundern über die Audioqualität, mein Mikro ist komplett zerstört, aber der obdachlose Rapper, der gerade auf unserer Couch pennt, hat mir seins geliehen, freundlicherweise. Hiermit schwöre ich feierlich nur die Wahrheit und nichts als die ungeschminkte Wahrheit vom Ausschuss der Arbeitsnachweisgesellschaft zu sammeln. Ich war nicht faul. Nur weit weg von meinem museumsreifen Equipment in irgendeinem Hinterwäldlerdorf in Österreich. Die Folge fällt also nicht so aktuell aus wie die ersten beiden, dafür aber wahrscheinlich sehr viel länger. Vor diesem Urlaub war ich tagelang in einem Studio in Castrop-Rauxel eingesperrt, das meine Schepper Brumm und Dröhn GmbH zwar kostenlos nutzen durfte, dessen Gebrauch allerdings immensen Zeitstress mit sich brachte durch die Notwendigkeit, sich das technische Know-how autodidaktisch vor Ort aneignen zu müssen. Da der Tontechniker hackeln musste und nur anfangs da war, um die Basics zu vermitteln und klarzumachen, dass wir das Metronom vorher hätten programmieren sollen, wenn wir nicht einen Tag verschwenden wollten. Hackeln ist übrigens Buckeln bzw. Ackern auf Österreichisch. Jetzt biete ich neben den Anleitungen zum basierten Kommisein auch noch Fremdsprachenkurse für proletarischen Jargon an. Lächerlich, dass sich noch niemand mein Bild auf seinen spirituellen Altar im Garten gestellt hat und mich keine shady BRD-NGO versucht zu schmieren. Ich bin's echt leid, nicht jedes Mal erkannt zu werden, wenn ich mir ein Eibrötchen kaufen gehe. Zum Zeitdruck und mangelhafter Vorbereitung kam noch hinzu, dass ich meine autokratischen Gelüste in unserer demokratisch-freiheitlichen Musiziervereinigung nicht ausleben kann und dialektischerweise zwangsläufig mit Diktaturform Anarchos auf einen Nenner kommen muss, den mir einmal zustimmen schwerer fällt, als Tillmann Knechte, Kommunisten und Neoliberale auseinanderzuhalten. Ich habe in diesem durch den Tag der deutschen Scheinheit verlängerten Wochenende also härteres Burnout gerockt als Teutonia Balla Balla, wenn die Bullerei ihn bittet, seine selbstgebastelte Strahlenpanzerung nicht wie Sprengstoffgürtel aussehen zu lassen. Es gab einen Großeinsatz der Hamburger Polizei, weil man mich für einen Sprengstoffattentäter hielt. Ich hatte also im Bus, wie immer, meinen Aluminiumbrustpanzer um den Bauch, um mich gegen diese Strahlenwaffen, gegen diese Strahlenfolter zu schützen, weil ich werde auch im Bus bestrahlt. Ich nehme an, die machen das über WLAN. Verstehe generell diese Average Human Music Fan-Gewimmer nicht, dass Christian Wikernes oder Trent Reznor so begabt seien, weil sie jedes Instrument selber geschrieben haben. Das ist halt nicht der Film, Bruder. Der Film ist mehrere Leute parallel zu koordinieren. Erst recht, wenn sie trotz des Alkoholismus gerafft haben, dass Punk tot und Hardcore leider bereits auf dem nächsten Zapfer Blut liegt. Trotzdem war mein Leidensweg erleuchtend. Denn ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dieses Format nichts für mich ist und dass hier vermutlich die letzte Folge in die Richtung wird. Allein die Infos, die ich über meinen langen Zeitraum meiner Inaktivität gesammelt habe, hier zu verwursten, hat mich mehr Zeit, Arbeit und Entspannung gekostet, als ich zu spenden gewillt war. Und das Ergebnis ist noch härter unter meinem Niveau als die letzten beiden Episoden. Stellt euch in Zukunft darauf ein, dass ich nur noch einzelne aktuelle Themen kurz beleuchte, wenn überhaupt, aber ansonsten wieder an meinen Monster-Dokus weiterarbeite. Aber genug gerechtfertigt und kommende Demo geteasert, ich leite jetzt über zu den fundiert geerdeten Neuigkeiten mit einer kurzen Hasspredigt an alle Österreicher. Ihr Idioten habt allen Ernstes mit 56% die Mumie Alexander van der Biden wiedergewählt. Vermutlich in der Hoffnung, die fallige Kalkleiste erlebt das Ende seiner 6-jährigen Amtszeit nicht. Unwissend, dass der Steuergeldbonsenrentner längst durch einen unsterblichen Reptiloiden im Van der Bellen Neoprenanzug ausgetauscht wurde, um der Davos-Agenda des WEFs zu dienen. Reingespielt hat das Bürgertumsphänomen des konservativ altbewährtem, dass die alten Eliten in gefährlichen Zeiten natürlich viel erfahrener in Führungspositionen seien und es ein viel zu großes Risiko wäre, sie so spät auszutauschen. Damit hat das Wahlteam dieses impotenten Windelscheißers wirklich geworben. Einen Tag vor der Wahl saß ich mit einem Teil meiner Lieblingsösterreicher in einem Restaurant in Wien, wobei wir beim Warten auf unsere gentrifiziert vegan überteuerten Luxusbürger durch das Fenster beobachten konnten, wie ein Plakatierer ein komplett unversehrtes VDB-Wahlplakat mit dem nichtsaussagenden Statistensatz »Weil's drauf ankommt« mit »Die sichere Wahl in stürmischen Zeiten« überklebte. Ich versuche immer noch drüber hinwegzukommen, das nicht aufgenommen zu haben. So eine Papier- und Steuergeldverschwendung steht echt sinnbildlich für die überseegesteuerte Regentschaft der EGP. Und mein Beileid für den armen Plakatierer, der sich wohl nutzloser vorkommt als Hackler in einem Berufszweig, der im kapitalistischen System durch Roboter automatisiert wurde.
Der zweite Grund für diesen bereitwilligen Suizid der österreichischen Wahlberechtigten ist der in Yankee-Satrapien populäre sogenannte Kampf gegen Rechts. Die vierte abrahamistische Religion, die, wie bereits in einem Video gegen den neoliberalen Neulinken Proletopia erwähnt, ideologisch zur Wahl des geringeren Übels aufruft, um den Status quo im Westen, die Diktatur der transatlantischen Bourgeoisie an der Spitze der Machtpyramide, zu sichern. Die frustrierten Nicht-NPCs in Österreich flüchten sich in Wahlfälschungsverschwörungstheorien, was das Gemüt beruhigt und den Glauben an seine Mitmenschen wiederherstellt. Wer allerdings mal einen Tag auf Twitter verbracht hat, müsste ahnen, dass die breite Bevölkerungsmasse im Westen durch jahrzehntelange Hirnwäsche durch Ami-NGOs und der Infiltration unseres ohnehin schon prähistorischen Bildungssystems so dermaßen künstlich verblödet wurde, dass unsere einzige Hoffnung ein totaler Zusammenbruch der Yankee-Unipolarität und damit der westlichen imperialen Hegemonie bleibt. Was aber nicht mehr so lange dauern dürfte, wie man im späteren Verlauf des Videos merken wird. So, jetzt ist die Einleitung aber wirklich vorbei. Es kommen für euch vermutlich eh schon veraltete Infos, die ich der Vollständigkeit halber allerdings trotzdem gerne verewigen würde. Ready, set, go. Let it rip! Die westliche Welt ist am Sterben. Die erste Welt verliert im Zuge der von Putin und Xi neu ausgerufenen Multipolarität ihren Grip über ihre Kolonien in der dritten. Der EU-Außenpolitik-Chef Joseph Borrell hat sogar zugegeben, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell des Westens auf billiger Energie aus Russland und Zugang zum großen chinesischen Markt gestützt war. Da diese Pfeiler von den Russen und Chinesen nun zum Kollabieren gebracht wurden, versucht der imperialistische Block USA, EU, NATO einen neuen kalten Krieg zu verursachen, in der Hoffnung, die Kontrolle über die aufmüpfige ehemalige Dritte und Zweite Welt wiederzuerlangen. In der Afrikanischen Republik Tschad beispielsweise, die aufgrund ihres reichen Ölvorkommens von den französischen Kolonialmächten ihrer Souveränität beraubt wurden, brechen Proteste gegen die Champs-Élysées-Marionette Mahamat Déby aus. Sie werden blutig von den Kapitalschergen der Yankee-treuen Pantomime-Pietisten niedergeschlagen. In Burkina Faso gab es schon den zweiten Militärputsch dieses Jahr, der den gekauften Franzackenlecker des ersten Coups, Damiba, zurück in die schützenden Asylarme der Froschschenkelfresser trieb, was die bilateralen Baguette-Branleure natürlich abstritten, weil sie aus ihren historischen Kolonialverbrechen lernten und ganz sicher keine neokolonialen Strukturen aufweisen. Wenn das was Neues für euch ist, dann gehört ihr öffentlich ausgelacht, geteert und gefedert, durch eure Piefke-Dörfer getrieben und an Betonklötzen in den lokalen Baggersee getreten. Aber keine Angst, wir sind ja im Internet und ihr könnt all dem entrinnen und euch diese kurze Zusammenfassung des Prager Jufe-Linke-Instituts reinfahren. Ich bin nur von Angesicht zu Angesicht ein nervtötender Sadist. Die Putschisten biedern sich Russland an und wünschen sich bei der zukünftigen Bekämpfung von Destabilisatoren und Terroristen eine enge Kooperation mit dem Kreml, wie beim Nachbarstaat Mali. Auf Demonstrationen wurden von der Zivilbevölkerung zudem vermehrt russische Flaggen gesichtet, ähnlich wie auf Haiti, wo die Amis eine erneute Intervention mit der mangelnden Sicherheit ihrer Kolonie rechtfertigten, die sie selber mit einem Putsch verursacht haben. One of his soldiers emerged from an apparently stolen armored UN vehicle, waving a Russian flag. The streets of Ouagadougou were chaotic. Outside the French embassy, protesters waved Russian flags too. Russia will help us because of the bloodshed and suffering of our military, because of some politicians who only offer bad governance. We want Russia. Russia has weapons and also a vision that will help Africa. That's why we want them to come here to help us in our fight. What Russia is doing in Mali is good, and we know that we'll be okay. Yes, security in Mali has improved. Damiba hat während seiner kurzen Amtszeit all seine Wahlversprechen kläglich verschissen und stattdessen die Befehle der chronisch kranken Croissant-Kolonialisten durchgesetzt, die ihnen wiederum von den juxenden Jagoff-Yankees diktiert wurden. Apropos ausrangierte Redneck-Retards. Die US Army konnte dieses Jahr 15.000 Rekruten weniger agitieren, also um die 25%. Auch immer mehr unserer freibeutenden Kapitalplünderer verweigern beim unmittelbaren Anblick eines erneuten Kalten Krieges den Dienst. Laut dem Spiegel ist die Zahl der Vertragskündigungen seit Beginn des Jahres um 400% gestiegen. Keine gute Quote, wenn man bedenkt, dass die Chinesen auch das Flottendefizit längst wettgemacht haben und laut eigenen Angaben zu Kriegszeiten drei Typ 055 Zerstörer innerhalb eines Monats in ihren Werften schustern lassen können, die selbst beim Yankee-Propagandasender Business Insider als mächtigste Meeresoberflächenkämpfer der Welt bezeichnet wurden. Königskreuzer der sieben Weltmeere ist. Die schwimmende Festung hat neben den 112 Raketen für Luftabwehr, Schiffsabwehr mit Hyperschallverstärker und U-Boot-Abwehr zudem die längste Reichweite aller Zerstörer weltweit.
Zum Vergleich, dieser Koloss verdrängt 13.000 Tonnen Wassermenge, während der adipöseste Yankee-Zerstörer nicht mal an den 10.000 Tonnen kratzt. Die Volksbefreiungsarmee der Chinesen bekommt zudem seit neuestem auch feindbezogenes Training von britischen Ex-Piloten, die mit einem Bombengehalt geködert wurden, um den kommunistischen Endsieg zu unterstützen. Aber es gibt im Westen noch eine letzte Hoffnung für die Diktatur der Straussianer. Ein Bollwerk gegen die antidemokratischen Ork-Horden an Putin verstehen, ein Fels in der Brandung aus wo Mao-Schergen und freiheitshassenden Totalitaristen. Spiegelautor Christoph Gießen. Die China-Politik des Kanzlers ist naiv. Der Hamburger Hafendeal ist ökonomisch irrelevant, aber politisch ein Geschenk für die kommunistische Parteiführung. Sieht Olaf Scholz nicht, dass es zu einem neuen Kalten Krieg kommt und mit China keine guten Geschäfte mehr zu machen sind? Guck mal, Sören. Die Stalinisten haben die Nazis schon besiegt, als sie nicht aussahen wie Starbucks-Soja-Latten-Junkies. Gib doch bitte einfach auf, wir leiden alle unter deiner Koksphase auf der Axel Springer Akademie. Und sei froh, dass die Chinesen uns noch ein bisschen Geld schenken. Dank deinen Auftraggebern ist die gesamte EU bald wirtschaftlich irrelevant. Im gesamten Westen brodelt die Küche und es gibt vermehrt Proteste gegen die AMI-induzierten, unnatürlichen steigenden Lebenshaltungskosten. Selbst Bloomberg erkennt mittlerweile an, dass die Sanktionen Russland nicht schaden. Im Gegenteil, sie schaden eher uns. Mit dem Hintergrund, dass die Amis keine Chance haben und verzweifelt versuchen, Russland in einen Nuklearkrieg zu verwickeln, obwohl diese weit mehr nukleare Sprengkörper besitzen, kaufen sie schon mal vorbeugend Medikamente gegen radioaktive Bestrahlung im Wert von 290 Millionen Dollar. Sass! Auch die finnische Regierung will zusätzlich zu dem 130 Kilometer langen Grenzzaun zu Russland jetzt auch transatlantische Nuklearsprengköpfe auf ihrem Territorium lagern. Das Argument der NATO ist, für den Raketenschild, er richtet sich nicht gegen Sie, sondern er richtet sich gegen den Iran. Sie haben mich zum Lachen gebracht. Gott segne Sie. Zum Ende eines Arbeitstages tut es gut. Ich fahre jetzt gut gelaunt heim. Der potenzielle Friedensnobelpreisgewinner Green Skrilensky bettelt die Amis an, präventiv Nuklearschläge gegen Russland auszuführen, da sie ja früher oder später eh die Ersten wären, die auf diese zurückgreifen würden. Nachdem die Schelle seiner Berater aus Washington folgte, ruderte er jedoch zurück und schnalzte, dass er mit Präventivschlägen ja nur weitere Sanktionen meine und keinen Atomkrieg wolle und benutzte den Neologismus Präventivtritte. Kein Scherz. Die westliche Presse bereitet diesen aber natürlich schon selber mit der Unterstellung, Putin würde mit einem Atomkrieg drohen vor, um so das Narrativ der defensive NATO aufrechtzuerhalten. Sigmar Schenko betont derweilen, dass die Polen bereits eine Vereinbarung getroffen haben, Nuklearsprengköpfe auf ihrem Territorium zu lagern. Laut einer polnischen Umfrage sind 23% der Polen bereit, im Falle einer Eskalation vor dem Krieg zu fliehen. Vom 17. bis 30. Oktober läuft die Operation Steadfast Noon der NATO, eine US-Simulation, die nukleare Gravitationsbombenangriffe auf dem europäischen Festland durchführt. Die Yankees flexen eigentlich nur vor Putin damit, dass sie bereits in ihre sogenannten Verbündeten in Westeuropa jederzeit in ein atomares Ödland zu bomben. Sie haben sogar bestätigt, dass auch nicht-nukleare NATO-Staaten wie Deutschland und Italien mal wieder mit Atomwaffen üben dürfen. Wir sind wohl endlich rehabilitiert und können aufrüsten. Schade, dass unser ganzes Arsenal jetzt in der Ukraine ist. Ich zitiere aus Geoffrey Roberts' Stalins Kriege. Die Amerikaner sind nicht im geringsten in der Lage, einen groß angelegten Krieg zu führen. Insbesondere nach dem Koreakrieg. Ihre einzige Stärke liegt in der Luftwaffe und der Atombombe. Amerika kann nicht einmal das kleine Korea besiegen. Man muss standhaft sein, wenn man es mit Amerika zu tun hat. Selbst nach 2 Jahren ist es den Amerikanern nicht gelungen, das kleine Korea zu unterwerfen. Sie wollen sich die ganze Welt untertänig machen und können noch nicht einmal das kleine Korea unterwerfen. Nein, die Amerikaner wissen nicht, wie man kämpft. Insbesondere nach dem Koreakrieg haben sie die Fähigkeit verloren, einen großen Krieg zu führen. Sie heften all ihre Hoffnungen auf die Atombombe und ihre Luftwaffe. Aber damit allein kann man keinen Krieg gewinnen. Man braucht Infanterie und sie haben keine Infanterie. Die Infanterie, die sie haben, ist schwach. Sie kämpfen gegen das kleine Korea und schon heulen die Menschen in den USA. Was würde es los sein, wenn sie einen großen Krieg beginnen? Dann werden wohl alle weinen. 87% der Weltbevölkerung lebt in Ländern, die sich im Ukraine-Konflikt entweder auf keine Seite oder die Seite Russlands stellen. Könnte daran liegen, dass die Amis seit dem Fall der Sowjetunion über 250 militärische Interventionen im Ausland gestartet haben und sich auch vorher nicht gerade Freunde gemacht haben? Der diesjährige Friedensnobelpreis wurde dem Menschenrechter Ales Bialyatetatsky aus Weißrussland, der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial und der ukrainischen Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties verliehen.
Meine Glückwünsche an das US-Außenministerium. Nach dem Terroranschlag des SWO auf die Krimbrücke steppt Russland sein Game up und ernennt Surovikin als neuen Commander des Anti-NATO-Feldzugs, besser bekannt unter seinem Nom de Guerre General Armageddon. Nicht zuletzt, weil sein angeordneter Gegenschlag laut der ukrainischen Regierung 40% der Kraftwerkkapazität des Landes sabotierte, obwohl sie zuvor noch damit prahlten, mehr Raketen abgeschossen zu haben, als überhaupt abgefeuert wurden. Energiemarktexperten, die das regierungskritische Portal Strana News befragte, entlarvten dieses Statement der Euromadan-Faschisten allerdings als Schwachsinn. Die russischen Angriffe haben bisher nur Spitzenlastkraftwerke getargetet, die Grundlast der Ukraine wurde in Atom- und Wasserkraftwerken erzeugt. Und diese deckten 60% des gesamten Stromverbrauchs ab und wurden von der russischen Artillerie links liegen gelassen. Fun Fact: Die Experten widersprechen damit auch der im Westen sehr beliebten ukrainischen Lüge vom Eigenbeschuss russisch besetzter Atomkraftwerke, wie dem in Saporischschja. Im Umkehrschluss bedeutet das übrigens, dass die Ukraine neben der Grundlast keine Stromreserven mehr hat. Anthony Blinken krakeelt, dass diese total ungerechtfertigten Angriffe ein Ziel haben: Leid bei der Zivilbevölkerung zu verursachen. Im Irakkrieg 2003 hat CNN dieses Vorgehen noch als Shock and Awe, also Schock und Ehrfurcht, tituliert. Was hat sich geändert? Durch die unausweichlich bevorstehende Niederlage der Yankees in der Ukraine können wir uns schon mal auf einen nahenden Atomkrieg gefasst machen. Der russische Geheimdienst berichtet bereits von erbeuteten Plänen zum Zünden einer solchen Bombe in russisch besetzten Gebieten, die ihnen vermutlich durch Maulwürfe innerhalb der ukrainischen Geheimdienste zugetragen wurden. Certainly be another example of President Putin's brutality if he were to use a so-called dirty bomb. There would be consequences for Russia, whether it uses a dirty bomb or a nuclear bomb. We've been very clear about that. Obviously, in this case, we are concerned that this false allegation could be used as a pretext for further Russian escalation. Sie sprechen mit dem Hintergrund des Rückzugs aus Kherson auch von einer Sprengung des Staudamms von Kachowskas durch ukrainische Terroristen, die diesen bereits seit Monaten beschießen, der einen geordneten Rückzug unmöglich machen würde. Westliche Geheimdienste kündigen bereits an, dass ein solcher Angriff als russische False Flag zu werten wäre, ein Indiz, dass sie Washington Büttel auf frischer Tat ertappt wurden. Nach unseren Informationen wurden die Aggregate und der Damm des Wasserkraftwerks Kachowka von russischen Terroristen vermint. Jetzt müssen alle in der Welt mit aller Kraft und schnell handeln, um einen weiteren russischen Terroranschlag zu verhindern. Eine Sprengung des Staudamms würde eine Katastrophe großen Ausmaßes bedeuten. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Das sollte auch dem letzten BRD-Hinterwäldler vor Augen halten, dass die Russen sich bisher noch zurückgehalten haben und die NATO-Schergen unter den White Stripes von Anfang an zu allen Mitteln bereit waren. Am ersten Amtstag von General Armageddon wurden an die 200 Raketenschläge von der Ukraine gemeldet. Krieg. Krieg verändert sich ständig, wenn man nicht auf diplomatische Forderungen Putins hört. Die New York Times mutmaßt, dass es keine potenten Raketen sein können, da landesweit nur 19 Personen durch sie ums Leben kamen. Die Amis sind eben ein anderes Level an Kollateralschäden gewohnt, wenn sie blindlings um sich bomben. Im Hintergrund übrigens die Bombardierung Bagdads während Bushs Irakkrieg zu sehen. Die Organisation Erdöl exportierender Länder, kurz OPEC, hat in den letzten Jahren kontinuierlich Anteile am Weltmarkt eingebüßt und ist dadurch gezwungen, mit Nicht-OPEC-Ländern wie zum Beispiel Russland zu kooperieren, bei der man dann von OPEC Plus redet. OPEC Plus einigt sich seit Jahren immer wieder darauf, die Rohölproduktion zu verringern, um den Preis global hochzutreiben. Joe Brandon war im Sommer in Saudi-Arabien und hat kniend gefleht und gebettelt, die Ölförderung zu erhöhen und wurde vom lächelnden Kronprinzen gekorbt. Die Wendung des OPEC-Landes Saudi-Arabien ist ein Schlag in die faulende Fresse der angelsächsischen Weltordnung. Und der historische OPEC Plus-Deal zur weiteren Verminderung der Ölproduktion, der anschließende Gehfehler, der die Unipolarität endgültig zum Straucheln brachte und dominomäßig dafür sorgen wird, dass der Westen bald schon in sich kollabieren wird. Saudi-Arabien hat auch bereits angefragt, BRICS beizutreten, der Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften, zu denen auch Russland und China gehören und die insgesamt 42% der globalen Bevölkerung fassen. Laut einem chinesischen Experten für internationale Beziehungen wäre Saudi-Arabiens Beitritt in BRICS ein mächtiger strategischer Weg, um die Beziehung des Nahen Ostens mit den BRICS-Mitgliederstaaten auf ein neues Level zu heben und kann so zukünftig Interventionen der Yankees vor Ort effektiv präventieren. BRICS Plus kann eine demokratische und rohstoffgestützte globale Währung einführen und den Petrodollar
war endgültig obsolet. Die Branden kündigt, nachdem sie auch von der saudischen Investmentkonferenz ausgeladen wurden, bereits Konsequenzen für Saudi-Arabien an. Obwohl die Entscheidung bereits von 22 OPEC-Plus-Ländern anerkannt wurde und auch der G7-Gipfel keine Macht hat, eine Preisbremse für russisches Öl durchzusetzen. Auch Ägyptens Zentralbank entwickelt bereits einen Index des ägyptischen Pfunds, um die Bindung der Landeswährung an den Dollar zu beenden. Der Coup gegen Nasser hat sich ja auch neulich erst gejährt. In den letzten Tagen hat sich in der westlichen Presse die Sorge breit gemacht, Russland könnte gemeinsam mit den Belarussen eine zweite ukrainische Front in Weißrussland eröffnen, nachdem sie bereits eine Übereinkunft trafen, eine gemeinsame regionale Streitkraft zu bilden und zuletzt viele russische Soldaten in Belarus stationiert wurden. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte trägt zufälligerweise ein Armband mit einem Hakenkreuz. Das Foto hat er eigenständig auf seinem Twitter-Profil gepostet. Es ist mittlerweile allerdings strafbar, diese EU-freundlichen, leicht rechtsgesinnten Hitler-Verehrer als Bandera-Faschisten zu verleumden. Der Reichstag hat dazu extra den Paragraphen 130 StGB Volksverhetzung ausgeweitet, um in Zukunft hart gegen die wachsende Anzahl menschenfeindlicher Putin-Versteher in der Bumsrepublik vorzugehen. Auch die neue angelsächsische Yankee-Marionette Rishi Sunak in Großbritannien, dessen Familienfirma Verbindungen zum World Economic Forum pflegt, will die Extremismusdefinition in seinem Land ausweiten. Auf Leute mit Hass auf Großbritannien. Ich hasse es, dieser Typ zu sein, aber das ist literarisch 1984. Die vorherige britische Premierministerin Liz Truss ist übrigens nach nur 44 Tagen zurückgetreten, bei einer spektakulären Unterstützungsrate von gerade mal 10%. Ich meine, immer noch beliebter als ich bei Linken auf Twitter. Aber gut, mein Job ist es auch nicht, ein charakterloses, grinsendes Projektionsmaskottchen für die Mehrheit zu laben. Und seht euch vor, denn ich komme wieder. Wenn Elon Musk Twitter tatsächlich vom neoliberalen Maulkorb befreit. Vielleicht gehe ich dann auch nicht mit vollem Gemüse auf seine öffentliche Hinrichtung, nachdem die Chinesen uns vollends aufgekauft haben. Aber apropos Liz Truss. Die Russen haben wohl ihr iCloud gehackt und die Alte hat kurz nach der Nord Stream Sabotage It's Done an Außenminister Antony Blinken geschickt. Falls irgendwer hier dachte, wir wären so freundlich, nach dem Fall des NATO-Imperiums den Angelsachsen beizubringen, wie man sich die Zähne putzt, vergesst es. Laut United Nations und dem palästinensischen Gesundheitsministerium wurden dieses Jahr bereits 174 Palästinenser von dem IDF im Westjordanland und im Gazastreifen ermordet, darunter 41 Kinder. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Sind das etwa Menschen? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ich sage euch, das ist wieder irgendeine böse Verschwörungstheorie und Antisemitismus sowieso. Ja. Ich kann es nicht glauben. Die Anführer der Fatah und der Hamas treffen sich in Algerien, um sich zu versöhnen und dem gemeinsamen Feind geschlossen entgegentreten zu können. Zur gleichen Zeit scheißen sich die Zionisten dezent ein, da der nächste Intifada naht. Die neue Generation Palästinenser hat an diesen wenig bis gar keine Erinnerungen und wird von Tag zu Tag enttäuschter mit der Tatenlosigkeit der palästinensischen Autoritäten, die sie längst als verlängerten Arm der zionistischen Besatzung sehen. Neben anderen neuen Terrorgruppierungen hat sich die zu Deutsch Höhle der Löwen im Guerilla-Befreiungskampf herauskristallisiert. Nicht zuletzt, weil sie über TikTok einen großen Bekanntheitsgrad über das Teilen ihrer Vergeltungsanschläge erlangt haben. Nachdem ihr Konto im Oktober gesperrt wurde, sind sie auf Telegram umgezogen, auf dem sie schon über 130.000 potenzielle Rekruten erreichen. Die Redaktion drückt den Partizipanten die Daumen und wünscht ihnen viel Spaß. Und sie haben ihren Namen mehr verdient als diese Yankee-Copy-Paste-Investor-Serie auf Vox. Die iranische Wirtschaft ist letztes Jahr um 4,7% gewachsen. Soleimani lacht im Himmel. Auch die chinesische Volkswirtschaft hat mit 5% alle Prognosen der Yankees getoppt. Nachdem die erste Klagewelle vom Massachusetts-Gericht unter den Teppich gekehrt wurde, erreicht Mexiko direkt die zweite gegen 5 US-amerikanische Waffenhersteller ein und bezichtigt sie des Waffenhandels. China flext mit fliegenden Autos in Dubai und ist dieses Jahr zum zweitgrößten Autoexporteur der Welt gemorpht. Zwischen Januar und September exportierten sie 2,11 Millionen Brennstofffresser, in Michelhausen gerade mal 1,91 Millionen. Also, sie haben uns überholt. RIP. Der Euro sinkt unter 51 Rubel, der Dollar unter 55. Ich habe dazu einen geilen Artikel von Oriental Review über die Zerstörung Europas durch die Amis verlinkt. Falls ihr den findet, das sind echt viele Links. Die Inflation in Deutschland ist die höchste seit 70 Jahren. Über 15.000 deutsche Privatunternehmen werden durch die steigenden Energiepreise sterben. Die Ampel hat ein 200 Milliarden Euro Hilfspaket angekündigt, um Haushalte und Firmen temporär und künstlich vor den Konsequenzen ihrer Sanktionspolitik zu schützen. Ein ökonomischer Suizid, der zukünftige Generationen verschuldet und niemand außer der ohnehin niedrigen Umfragewerte der Ampel zugutekommt. Derweil sehen Yankee-Politiker wie Blinken das als Chance.
Und auch unser Bundeshampelmann prahlt vom EU-Gipfel, dass wir uns von russischer Abhängigkeit befreit hätten. Wegen dem Versagen der Ampel und der fehlenden linken Alternative gewinnt die AfD weiterhin massiv an Wählerstimmen dazu. Eine Umfrage der Insa im Auftrag der Bild fand jedoch heraus, dass 70% der derzeitigen AfD-Wähler, 65% der derzeitigen PDL-Wähler und sogar 40% der FDP-Wähler eine Wagenknecht-Partei gutheißen würden. Unmittelbar nach dem Beschluss des Europaparlaments, Nord Stream 1 und 2 nicht mehr in Betrieb zu nehmen, stellt sich Habeck kackfrech bei der anschließenden Bundespressekonferenz hin und verkündet dem deutschen Wald- und Wiesenmichel, dass Deutschland eine schwere Energie- und Sozialkrise bevorsteht. Es sind ernste Zeiten und die Zahlen der Herbstprojektion belegen genau das. Wir befinden uns in einer schweren Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und danach des Wegfalls vor allem der Gaslieferung aus Russland. Noch einmal, weil das manchmal vergessen wird und selbst im Deutschen Bundestag durcheinander gerät, weil Putin nicht mehr liefert. Dabei kaufen wir sowieso noch indirekt russisches Öl und Gas über einen aserbaidschanischen Zwischenhändler, die seit der Sanktion zwar mehr exportieren, aber nicht mehr produzieren. Und die Russen so: Ihr seid die Gefühle, nicht ich. Laut der Bundesnetzagentur haben wir unser niedriges Ziel der Befüllung unserer Gasspeicher zu 95% erreicht, das ungefähr 2 kalte Wintermonate reichen sollte, sofern jeder seinen Verbrauch um ca. 20% reduziert. Oder auf gut altdeutsch: Wir sind gefickt, unsere Kinder vergiftet, alles hat ein Ende. Die Polen und die Griechen betteln uns nach weiteren Reparationszahlungen für den Ersten und Zweiten Weltkrieg an, weil sie wohl schon diesen Winter leer ausgehen werden. Die Zivilbevölkerung sammelt verzweifelt Holz und vermutlich auch EU-Flaggen, um irgendwas zum Heizen zu haben. Lauterbach lässt verläuten, dass wohl viele Krankenhäuser wegen hoher Energiepreise und steigender Inflation pleite gehen werden. Kein Stress, Harry Potter, für Ampelwähler. Dein Job war es doch eh nur dafür zu sorgen, dass das BioNTech-Quacksalber-Unternehmerpärchen jetzt auf Platz 8 der reichsten Deutschen thront und die Aldi-Brüder, die sich an dem Wunderheilstoff beteiligt haben, die vermögendsten Kartoffeln im Gemüsebeet sind. Währenddessen plant Pfizer, den Preis ihres Impfstoffs für den US-Markt um weitere 400% zu boosten. Bevor ich hier irgendwelche BRD-Michel-Querdenker von der freien linken Zukunft anlocke, die denken, China ist kacke, weil sie auch Covid-Maßnahmen rocken, verpisst euch bitte von meinem Kanal. China ist based, Impfen ist nur scheiße, wenn es von einer Pharma-Lobby oder Unternehmern missbraucht wird und wir hatten in Deutschland keine Pandemie-Maßnahmen. Zumindest keine, die nicht das Ziel hatten, die Ansteckungsrate zugunsten der Ansteckungsangst der Bevölkerung in die Decke zu treiben. Ah, wenn das auch neu für dich ist, dann guck mal ein Video über die Alles-Dicht-Machen-Kampagne, die die Boomer in der FLZ-Telegram-Gruppe derer zum Schluchzen brachte, dass sie mich kurz anbannen mussten, bevor noch das Weltbild irgendeines BRD-Statisten kollabiert. Nur noch 39% der Ostdeutschen und 59% der Westdeutschen vertrauen der BRD-Demokratie. Ich wurde allerdings nicht gefragt, also können unmöglich 3/5 meiner Mitmenschen Idioten sein. Der UN-Menschenrechtsrat hat darüber abgestimmt, ob man Maßnahmen gegen Rassismus treffen sollte. Wie üblich hat der Westen kollektiv dagegen gestimmt. Nachdem sich Elon Musk mit kritischen Nachfragen unbeliebt bei der neoliberalen Öffentlichkeit machte, war er für kurze Zeit auf ukrainischen Blacklists zu finden, worauf der Bonze nun dickköpfig von Washington verlangt, ab jetzt für das Starlink-System von SpaceX zu blechen. Im größten Teheraner Gefängnis für politisch subversive Yankee-Terroristen im Iran ist ein Feuer ausgebrochen. In der westlichen Presse spricht man von einem Zufall, mehrere Augenzeugen berichten allerdings von einem gezielten Angriff mit Molotows von außerhalb. Mit dem Hintergrund der Farbenproteste und CIA-Aktivitäten der Region plausibler als verantwortliche Häftlinge. Das 2022er Edelman Trust Barometer ist die zweite nennenswerte Yankee-Umfrage neben Harvard, die bestätigen, dass die Chinesen ihrer eigenen Regierung vertrauen, während die Amis es nicht tun. Von den 28 teilnehmenden Staaten hat China den ersten Platz belegt, Yankistan den vorletzten. Uganda beabsichtigt, bilateralen Handel mit nationalen Währungen mit Russland aufzubauen. Gleichzeitig betont der Botschafter, dass die Vereinigten Staaten afrikanische Länder nicht daran hindern können, mit Moskau zusammenzuarbeiten. Laut der Bild für gentrifizierte Yuppies, dem Spiegel für neue Zuschauer, hat das deutsche Innenministerium den Leiter des Cybersicherheitsgeheimdienstes wegen angeblicher Verbindung zur Russischen Föderation gefeuert. NATO-Büttel-Boomermann und seine steuergeldfinanzierten Arschkriecher sind wohl für diesen absoluten Gamechanger verantwortlich. China ist eines der sichersten Länder der Welt bei 0,5 Tötungsdelikten pro 100.000 Menschen. Die Rate der 8 Kategorien von schweren Straftaten, darunter Mord und Vergewaltigung, war im Jahr 2021 um 64,4% niedriger als im Jahr 2012. Die Drogenkriminalität ist um 56,8% zurückgegangen und die Zahl der Raubüberfälle ist um 96,1% gesunken. Dann zieh doch nach China, Mimi. Okay, zahl mir Ticket und Visum und ich bin morgen weg. Chad Assad hat Donetsk besucht und dem ex-ukrainischen Separatistenstaat seine Unterstützung zum Beitritt in die Russische Föderation gewünscht. Fun Fact: Ihr habt bereits schon öfters westliche Medienoutlets über den angeblichen Diebstahl des ukrainischen Getreides durch die Russen gehört. Jetzt ratet mal, wer sich schon seit Jahren syrisches Öl und Weizen unter den Nagel reißt. Let me start off with two words. America.
Der syrische Geheimdienst macht zusammen mit lokalen und zivilen Gruppen und der Feuerunterstützung der syrisch-arabischen Armee Jagd auf ISIS-Terroristen in der Stadt Yasim in der nördlichen Landschaft von Daraa. Die Direktion wünscht Syrien eine baldige Befreiung von angelsächsischer Unterjochung unter der Führung unseres allseits beliebten Bashar al-Assad, dem geflügelten Rächer von Damaskus, der genauso geerdet und fundiert wie sein Vater ist. Möge Allah unseren Märtyrern gnädig sein. Neue Studien belegen, dass die Pharmaindustrie Scheiße über Serotonin erfunden hat, um Antidepressiva zu verkaufen. Experten betonen, dass täglicher Konsum von China-Propaganda auf YouTube jede depressive Verstimmung heilt. Who am I? I'm not a born leader. I was once so weak that only a few comrades were there for me. For me, everything did not always go smoothly. I have passed through adversity and made great sacrifices while marching ahead. I was not born to be invincible. All that I do is to keep dreaming and fighting. All along, I stay true to my original aspiration and mission. My name is the Communist Party of China. Während Scholz und von der Leyen irgendwas von einem Marshallplan für die Ukraine faseln, den sie mit dem Diebstahl von Vermögenswerten der antiamerikanischen Schurkenstaaten und Steuergeldern der westlichen Knechte finanzieren wollen, während ihnen der Boden unter den Füßen kollabiert, wurden in Mariupol mehr als 500 Wohnungen von Bausoldaten des russischen Verteidigungsministeriums fertiggestellt. Ich verlinke euch unten einen Kanal, der sich alleine mit dem Wiederaufbau Mariupols befasst. Wie sterben die EU plant, einen Sonderbeauftragten für Sanktionen zu ernennen und in Drittländer zu entsenden. Um zu demonstrieren, dass wir die Situation beobachten, sagte der Chef der Europäischen Kommission. Deswegen weniger koksen, Kinder. Könnte mitunter zu narzisstischer Selbstüberschätzung und Gottkomplex führen, obwohl man von der Öffentlichkeit nur noch als Hampelmann wahrgenommen wird. Ähnlich wie nach Zelensky. Das von der freien westlichen Welt total isolierte Russland hat am 24. Oktober eine Konferenz mit dem Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit gehalten, in dem 56 islamische Staaten Mitglieder sind. Laut der Universität Cambridge hat der Konflikt in der Ukraine die Spaltung der Welt in zwei Zivilisationen beschleunigt. Von den 1,2 Milliarden Einwohnern der Länder mit demokratischer Staatsform äußern sich laut den Ergebnissen der Studie der Zeit 75% gegenüber China und 87% gegenüber Russland negativ. Unter den 6,3 Milliarden Menschen im Rest der Welt ist das Bild jedoch umgekehrt. 70% der Bevölkerung haben eine positive Einstellung gegenüber China und 66% unterstützen Russland. Oder wie es Florian formulieren würde: Demokratie ist ein verhältnismäßig neues System. Es dauert eben ein bisschen, bis es sich überall durchsetzt. Der neue Präsident Brasiliens mit über 50% der Stimmen ist Lula da Silva. Zwar wurde er durch die Operation Java Lato durch die brasilianische Oligarchie daran gehindert, an der Präsidentschaftswahl 2018 teilzunehmen. In seinem Kabinett sind aber wie bei Bolsonaro viele Yankee-Agenten. Ich bleibe diesbezüglich also lieber neutral. Nichtsdestotrotz waren eh beide Kandidaten pro BRICS und das ist das Einzige, was gerade wirklich zählt. Also eine Niederlage ist es schon mal keinesfalls. Ob es auch ein Sieg für die brasilianische Arbeiterklasse und den Regenwald ist, wird sich zeigen. Ich habe allerdings ein gutes Gefühl, dass Lula der Erste war, der vorgeschlagen hat, dass BRICS den Dollar bei Handelstransaktionen zwischen Mitgliederstaaten abbieten sollte. Und das Biden-Kabinett gerade nur Freude spielt und eigentlich diesen Masken-Wojak versinnbildlicht. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Nachbarn. Hi, Lialu. Der Winter kommt. Energie ist knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Besonders im Alter können wir einiges selber tun. Warmwasser sparen. Türen abdichten. Heizung runter. Und Abwärme smart nutzen. Lasst uns alle zusammenhalten, damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag zählt. Ihr seid die Gefühle, nicht ich. Wir hassen den Krieg, doch wir scheuen nicht den Kampf. Den Frieden entschlossen. Wir führen den Sozialismus zum Sieg. Vorwärts, Freunde, durch Spargenossen. Unser Land, unser Volk, unser Staat, 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 unser Land, unser Volk, un
entschlossen. Wir führen den Sozialismus zum Sieg. Vorwärts, Freunde, Ruschbar, Genossen. Unser Marsch in die Zukunft fällt niemand mehr auf. Wir schreiten auf allen Wegen nach Marx und Lenins guten Ideen, dem Kommunismus entgegen. Denn wir hassen den Krieg, doch wir scheuen nicht den Kampf und stehen für den Frieden entschlossen. Wir führen den Sozialismus zum Sieg. Vorwärts, Freunde, Ruhrspar-Genossen!